Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, den 22. Juni, präsentiert von IBPRO, die Lösung für Bestand und Provision. UMGV Agentur Award 2022. Diese vier sind online die besten der Branche. Die Online-Marketing-Gesellschaft für Versicherungsvermittler UMGV und die Versicherungsfonds Leipzig verliehen den UMGV Agentur Award 2022 in vier Kategorien. Ausgezeichnet wurden für Social Media Content Marketing die Allianz Agentur Schmidt, in der Kategorie Zielgruppenstrategie Clemens Reusch HDI, für seine Kundenbewertung Kai-Uwe Burba Ergo und in der Kategorie Neue Wege, Neue Medien die Provinzialagentur Eisele und Groß. Hanse Merkur setzt auf Immobilien. Die Hanse Merkur Grundvermögen AG hat in den Jahren 2020 und 2021 Immobilien für rund 2,3 Milliarden Euro erworben. Darunter seien unter anderem 8 Büroimmobilien, die jeweils im deutlichen dreistelligen Millionenbereich angesiedelt sind. So sei zum Beispiel der Sitz des Bundesgesundheitsministeriums in der Friedrichstraße in Berlin ins Portfolio aufgenommen worden. AXA XL stellt Underwriter vor. Die AXA XL hat die Ernennung von Guido Lenzen zum Underwriting Manager Aerospace Germany bekannt gegeben. Lenzen kommt von der Dellwerk Versicherungs AG, wo er seit 2015 den Bereich Luftfahrtversicherung leitete. Gotha stellt neue Führungskraft vor. Dr. Gunnar Görz wird voraussichtlich zum 1. Oktober 2022 zum Geschäftsführer und Sprecher der Gotha Beratungs- und Vertriebsservice GmbH berufen. Er folgt in dieser Position auf Dr. Oliver Schellenberger. Görz leitet seit 2017 den Bereich Marketing bei der Gotha. Zurich mit neuem Leiter der Vertriebssteuerung. Dr. Oliver Schellenberger wird am 1. Oktober 2022 die Leitung der Vertriebssteuerung der Zurich-Gruppe Deutschland verantworten. Der Diplomkaufmann folgt damit auf Dr. Claudia Marx, die zum 1. Mai die Position der Chief Underwriting Officer im Vorstand der Zurich-Gruppe Deutschland übernommen hat. Provinzialkonzern, Geschäftsführer steigt aus. Nach nahezu 8 Jahren im Provinzialkonzern scheidet Dr. Marian Berneburg auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung der Provinzial Asset Management GmbH aus und widmet sich einer neuen Herausforderung im Bereich Real Assets. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, den 22. Juni, präsentiert von IBPRO, die Lösung für Bestand und Provision.